Dunkles Erwachen. Vom Überfluss zur Verzweiflung. Eine Welt am Abgrund. Kapitel 1. Im Schatten der Vergangenheit. Die Erinnerungen an Zeiten des Überflusses und des scheinbaren Fortschritts waren wie verblasste Träume, die sich im Nebel der Geschichte verloren hatten. Die Welt, einst voller Hoffnung und Innovation, war in einen dunklen Abgrund gestürzt. Ein Mittelalter der Moderne, aber ohne die Errungenschaften und Entwicklungen, die diese Epoche geprägt hatten. Gewalt und Folter durchdrangen die Gesellschaft, als wären sie die neuen Leitprinzipien. Sklavenhalter und Verwalter waren die dunklen Herrscher über das Schicksal der ohnmächtigen Massen. Millionen Menschen fristeten ihr Dasein in erbärmlichen Verhältnissen zwischen Müll und Elend, ohne Hoffnung auf Besserung. Ein schwerer Hauch der Verzweiflung durchzog die Luft der Welt, während Armut, Krieg und Hunger wie räuberische Ungeheuer die Szenerie beherrschten. Die Städte waren Schauplätze des Verfalls, ihre einst prächtigen Bauten verfielen zu Ruinen und das Wehklagen der Unterdrückten mischte sich mit dem Rasseln der Ketten. Eine Frage hing schwer in der Luft, geflüstert zwischen den leeren Gassen. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte die Menschheit so schnell ihre Errungenschaften verlieren und in dieses dunkle Zeitalter abgleiten? Der Horizont, einst Symbol der unbegrenzten Möglichkeiten, zeigte sich nun im düsteren Feuerschein kommender Katastrophen. Die Natur selbst schien sich gegen ihre Bewohner zu erheben, als räche sie sich für Missachtung und Zerstörung. Die Sonne, die einst Leben und Wachstum gespendet hatte, war nun ein hoffnungsloser Ball am Himmel, der sein Licht in einem trüben Grau verlor. So lag die Welt im Schatten ihrer eigenen Vergangenheit, gefangen in einem Albtraum aus Unterdrückung und Verfall. Doch in dieser Finsternis schlummerte eine Frage, deren Antwort vielleicht den Funken einer dunklen Revolution entzünden könnte. War die Menschheit dazu verdammt, in diesem finsteren Mittelalter zu verharren? Oder gab es noch eine Chance, sich aus dem Schatten der Vergangenheit zu befreien? Kapitel 2. Der Abgrund naht. Die apokalyptische Vision zog sich wie ein unheilbarer Virus durch die Adern der Welt. Die dunklen Wolken des Unheils hingen bedrohlich über den Köpfen der Menschen und die Verwüstung schien nicht mehr aufzuhalten. Fundamentalisten durchstreiften die Kontinente wie modernisierte Reiter der Apokalypse, ihre Kisten voll Hass und Dynamit, bereit, das ohnehin fragile Gefüge der Gesellschaft zu sprengen. Der Markt für zerstörerische Waffen blühte in einem dunklen Garten des Chaos. Von Hinterzimmern bis zu geheimen Netzwerken im Untergrund florierte der Handel mit den Instrumenten des Untergangs. Die Gesellschaft, gefesselt von ihrer eigenen Unfähigkeit, sah tatenlos zu, wie sich eine dunkle Macht über ihre Zukunft erhob. Die Mächtigen weigerten sich, die Zeichen der Zeit zu erkennen, und so gedieh der Wahnsinn wie eine gefährliche Pflanze, die unbeachtet im Schatten wucherte. Seher und Propheten, von der Welt oft belächelt oder ignoriert, sahen am Horizont den globalen Abgrund heraufziehen. Ihre Warnungen hallten wie verzweifelte Schreie über die windgepeitschten Ebenen, doch die Menschheit schien taub und blind für die unaufhaltsame Gefahr. Die Illusion der Unverwundbarkeit hatte sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt, als ob die Schrecken, die sich am Horizont zusammenbrauten, sie nicht berühren würden. Die Menschheit stand am Abgrund, doch der kollektive Wahnsinn ließ sie glauben, sie könne ihn überwinden. Die Realität verschwamm in einem Nebel aus Ignoranz und Verdrängung. Die einen versuchten, die Bedrohung zu leugnen, die anderen flüchteten sich in die Hoffnung, alles werde schon irgendwie gut gehen. Doch die Uhr tickte unerbittlich. Die Zeichen waren eindeutig. Der Abgrund näherte sich unaufhaltsam und die Menschheit tanzte weiter am Rande der Katastrophe, als sei die Gefahr nichts weiter als eine fiktive Geschichte. Kapitel 3. Der Sprung ins Unbekannte. Der Weckruf hallte durch die gespenstische Stille, als das böse Spiel, das die Menschheit gespielt hatte, entlarvt wurde. Die Illusionen des Überflusses und des scheinbaren Fortschritts zerbrachen wie Glas und die Menschen erwachten in einem Albtraum, der ihre schlimmsten Ängste übertraf.
Die bittere Realität stand vor ihnen wie ein finsterer Richter, der das Urteil über eine zerbrochene Welt fällte. Die Menschen, die zu lange gepokert hatten, erkannten, dass sich vor ihnen ein Abgrund auftat, aus dem es kein Entrinnen gab. Die einst blühenden Städte waren nun Orte des Verfalls, in denen das Echo von Klageliedern und verzweifelten Schreien widerhallte. Flammen tanzten über zerstörte Horizonte, sturmgepeitschte Himmel spiegelten das Chaos auf Erden wider, Armut zersetzte die Gesellschaft von innen. Die Reichen, die sich einst hinter Mauern des Wohlstands und der Ignoranz versteckt hatten, konnten die Augen nicht länger vor der schrecklichen Realität verschließen. Die Milliardäre, die Siegeslieder gesungen hatten, fanden in ihrem Reichtum keine Erlösung, als die Welt um sie herum zusammenbrach. Die Zwangsarbeiter stöhnten unter der Last ihrer Lasten, während die Ketten der Unterdrückung immer enger wurden. In dieser düsteren Szenerie gab es keine Erlösung, nur einen unausweichlichen Abgrund, der sich unaufhaltsam auftat. Die Völker irrten umher wie verlorene Seelen, gefangen in einem Strudel aus Verzweiflung und Hilflosigkeit. Die Frage war nicht mehr, ob die Menschheit überleben konnte, sondern wie sie mit ihrem Schicksal am Rande des großen Abgrundes umgehen würde. Und so endete die Geschichte in einem düsteren Crescendo, ohne Hoffnung auf ein Happy End. Der Sprung ins Ungewisse war nicht nur ein metaphorischer Akt, sondern auch der letzte verzweifelte Versuch, dem unaufhaltsamen Abgrund zu entkommen. Doch das Unbekannte verschlang die Menschheit, die Finsternis breitete sich gnadenlos aus, bis alles in der Leere des Nichts versank. Der Abgrund triumphierte und die Welt erlosch in einem letzten erstickenden Seufzer.